Wohnung zeichnerisch einrichten in Draw, LibreOffice 7.3. Mit Danksagung an die Autoren der zugrunde liegenden Kurzanleitung: Volker Hegemann, Jochen Schiffers, Klaus-Jürgen Weghorn. Siehe Link am Schluss. Grundrissplan. Sie stehen vor dem Einzug in eine Wohnung oder Haus und Sie fragen sich: Wie stelle ich meine Möbel? Wenn Sie keinen Grundrissplan haben, vermessen Sie die Zimmer und die Stellen der Fenster und Türen und berücksichtigen Sie eventuelle Dachschrägen. Erstellen Sie mit den Maßen einen Grundrissplan. Wie zeichne ich Möbel? Nun können Sie beginnen, Ihre Möbel zu zeichnen bzw. einzufügen. Hierbei hilft eine Bibliothek mit Möbeln, die Sie natürlich jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Nehmen wir an, Sie möchten ein Bett mit den Maßen 212 x 185 cm in Ihren Plan einfügen. Achten Sie darauf, dass in Draw der Maßstab auf 1 zu 100 eingestellt ist. Fügen Sie ein entsprechendes Rechteck in Draw ein. Damit man die Liegerichtung im Bett sieht, fügen Sie noch ein paar Linien ein. Fügen Sie noch einen Namen und wenn gewünscht weitere Notizen ein, die zu dem Möbelstück gehören. Sie wissen im Voraus aber nicht, an welcher Wand das Möbelstück platziert wird, also in welche Richtung das Bett aufgestellt wird. Daher ist es sinnvoll, schon hier in der Vorlagenbibliothek Meine Möbel verschiedene Ansichten abzulegen. Damit können Sie später gleich die richtige Ausrichtung kopieren und einfügen. Markieren Sie nun alle Teile, die zu diesem Symbol gehören. Und am besten gruppieren Sie diese Objekte. Das geht über das Kontextmenü, rechte Maustaste Gruppieren. Jetzt legen Sie das Objekt noch dreimal an und drehen diese jeweils um 90 Grad. Wählen Sie dazu die Funktion Menü Form vervielfältigen. Oder Sie wählen im Menü Bearbeiten vervielfältigen und stellen Sie im Dialog Vervielfältigen die Anzahl der Kopien auf 3, die Verschiebung der X-Achse größer als die Breite des Objekts. Unser Objekt ist 212 cm breit, also stellen Sie 220 cm ein und den Drehwinkel auf 90 Grad. Nach dem Klick auf OK erhalten Sie 3 weitere Betten in einer Reihe. Schieben Sie mit der Maus oder den Pfeiltasten das Möbelstück an den gewünschten Platz.